So, der Vater hat zum Beispiel oft gesagt, das ist schon alles nicht so schlimm, was die da im Osten machen. Und wir sehen uns dann auch im Osten und wir werden schon nicht böse zu uns sein. Das erklärte Ziel war ja die Ermordung aller Jüdinnen und Juden in Europa. Seit Oktober 1941 deportierten die deutschen Behörden Jüdinnen und Juden systematisch aus Deutschland in den Osten. Zuerst in Ghettos und Arbeitslager, später auch direkt in die Vernichtungslager. Doch knapp 10% der im Deutschen Reich verbliebenen 164.000 Juden tauchten ab. In Berlin beginnen die Deportationen im Herbst 1941 und ziehen sich über einen relativen langen Zeitraum, also fast bis Kriegsende. Aber der Großteil der Deportationen findet zwischen Herbst 1941 und Ende Februar, Anfang März 1943 statt. Da gab es die große Fabrikaktion, in der noch alle in der Rüstungsindustrie tätigen jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter deportiert wurden. Und durch diesen langen Zeitraum gab es natürlich Gerüchte. Die Menschen merkten, dass Bekannte und Verwandte, die deportiert worden sind und ja angeblich zum Arbeitseinsatz in den Osten geschickt wurden, dass man von denen nichts mehr hörte, dass der Kontakt abbrach. Und da gab es natürlich erstmal Misstrauen, was denn tatsächlich mit diesen Menschen passiert ist. Knapp 6.500 Juden wagten in Berlin den Gang in die Illegalität, als sogenannte U-Boote. Sioma Schönhaus war einer von denen, die misstrauisch waren und untertauchen konnten. Der Vater hat zum Beispiel oft gesagt, das ist schon alles nicht so schlimm, was die da im Osten machen. Und wir sehen uns dann auch im Osten und wir werden schon nicht böse zu uns sein. Natürlich hört er dann auch andere Meinungen. Natürlich ist er auch nicht, war er nicht verblendet und konnte schon erahnen, was da mit den Menschen passiert. Aber ich glaube, es ist eine Mischung aus, du weißt es nicht genau, und auch einem Schutzmechanismus. Und dazu kommt eben, dass er versucht hat, immer das Positive zu sehen. Clever, kreativ und mit viel Chuzpe versuchte Sioma Schönhaus in der Illegalität in Berlin zu überleben, nachdem seine Eltern deportiert wurden. Mit dem Kinofilm Der Passfälscher ist Regisseurin Maggie Peren ein eindrucksvolles Porträt dieses Überlebenskünstlers gelungen. Sie erzählt die Geschichte eines jungen Mannes und seines besten Freundes Date, die nicht mehr frei leben konnten und immer in Gefahr waren, denunziert zu werden. Ich glaube, in Bezug auf den Stoff, dass man schon noch mal auf eine sehr viel tiefere Weise eintauchen konnte und dass ich noch mal anders wahrnehmen konnte, was Antisemitismus und Ausgrenzung mit Menschen macht, damals im allergrausamsten, aber auch heute. Die Untergetauchten mussten sich entweder vollständig verstecken oder andere Identitäten annehmen, um nicht deportiert zu werden. Sie waren auf die Unterstützung anderer angewiesen und die Hilfe des Rettungswiderstands gestaltete sich sehr vielfältig. Großes Thema auch hier sind natürlich Lebensmittel, weil wer untergetaucht ist, hatte kein Anrecht mehr auf Lebensmittelmarken. Ganz wichtig waren gefälschte Papiere. Hier war es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man seine echte Kennkarte zur Verfügung stellte, wie das zum Beispiel die Mitglieder der Bekennenden Kirche in Dahlem von Franz Kaufmann gemacht haben und ihre Kennkarten zur Verfügung gestellt haben, damit diese dann von Sioma Schönhaus umgearbeitet werden konnten für Jüdinnen und Juden. Ganz wichtig war natürlich auch das Geben einer Unterkunft, Leute unterzubringen, um sie vor der Verfolgung zu schützen. Also Sioma war ja einer innerhalb eines großen Netzwerkes, die Bekennende Kirche, die ja auf den Lehren von Karl Barth beruht. Die Bekennende Kirche hat schon sehr viel Widerstand geleistet. Die Pässe, die Sioma fälschen durfte, sind zum Beispiel in Opferstöcken gesammelt worden. Sioma Schönhaus widersetzte sich dem NS-Terror und bekämpfte das Regime. Nicht mit Waffen, sondern mit dem Werkzeug eines Künstlers. Er war einer von denen, die anderen Juden halfen, indem er Ausweisdokumente für sie fälschte und ihnen damit beim Überleben half. Seine Arbeit war lebensgefährlich, denn auf Dokumentenfälschung stand die Todesstrafe. Also ein wahnsinnig lebensbejahender Charakter war Sioma Schönhaus. Einer, der sich nicht hat unterkriegen lassen, der sich nicht das Momentum vom Leben hat nehmen lassen. Und auch nicht nur überleben wollte, sondern auch einfach wirklich leben wollte. Ich meine, was will man, wenn man in dem Alter ist, Anfang 20, dann will man eben auch leben, egal was es für Umstände gerade gibt in der Welt. Und wahnsinnig beeindruckend war eben, dass er
trotz dieser Zeit so einen wahnsinnig großen Optimismus an den Tag gelegt hat und immer in Aktion geblieben ist. Also Sioma hatte einen sehr scharfen und sehr differenzierten Blick und das hat sein Roman auch und gleichzeitig verliert er nie den Humor. Er hat ein sehr großes Verständnis für Ambivalenz und ich finde einen Umgang mit Schmerz, den ich einfach von vielen jüdischen Gedichten oder jüdischen Theaterstücken kenne, dass man ohne Selbstmitleid eine Sache sehr genau beschreibt. Und was er auch noch besonders gut konnte, war halt Ängste umwandeln in etwas, was ihm hilft und Ängste von anderen nutzen, Ängste jetzt vor Höhergestellten, vor dem Regime oder was auch immer, zu nutzen und gegen sie selbst zu verwenden. Schönhaus weigerte sich, Opfer zu sein. Obwohl er selbst verfolgt wurde, half er anderen und rettete sie vor der Deportation, vor der Ermordung. Widerstand von Jüdinnen und Juden und insbesondere das sich der Deportation entziehen, war eine ganz wichtige Form des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, da er diesen in seinem ideologischen Kern, dem Antisemitismus, traf. Das erklärte Ziel war ja die Ermordung aller Jüdinnen und Juden in Europa. Und wer sich dem entzog, stellte sich also in einem ganz, ganz zentralen Kern der nationalsozialistischen Ideologie entgegen. Für uns war es unfassbar schön, in dieser Art, wie Sioma die Welt gesehen hat, wo man eben nicht in Selbstmitleid taucht und nicht, wie soll ich das sagen, immer nur im Mangel verharrt. Ich habe immer gesagt, Sioma konnte sich auf einer Briefmarke bequem machen. Und in dieser Art zu sein, die hat uns alle total geprägt. Ich glaube, was wir aus dem Film mitnehmen können, ist eben, dass wir in Krisenzeiten uns nicht unbedingt erschlagen fühlen müssen, sondern eben im Machen bleiben können. Und das macht Sioma und ich finde das auf jeden Fall nachahmenswert.